Hallo YouTube-Leute, wir werden heute den Elbis klatschen mit Shenhe und wahrscheinlich gemeinsam im Geo-Team oder vielleicht mit Hutao. Müssen wir gucken, wie es am besten passt. Ich habe den Elbis hier noch nicht gemacht und auch noch nicht wirklich reingeguckt. Deswegen gehen wir mal direkt rein und schauen, was auf uns wartet. Monatssegen ist Mond der Reinheit. Verleiht, wenn eine Figur mit Standardangriffen, heftigen Schlägen, Angriffen aus dem Fall, Elementarfähigkeiten oder Spezialfähigkeiten Gegnern Elementarschaden zufügt, allen Truppenmitgliedern 10% Schadensbonus für dieses Element und daraufhin alle 3 Sekunden weitere 10% Schadensbonus, bis sie 100% Elementarschadensbonus durch diesen Monatssegen erhalten. Wenn eine Figur auf diese Weise einen Gegner eine andere Art von Elementarschaden zufügt, wird der zuvor erhaltene Elementarschadensbonus zurückgesetzt. Das heißt, es wäre eigentlich ganz geil, wenn ein Team komplett aus einem Element bestehen würde. Das können wir mit unserem Geo-Team auf jeden Fall machen. Unsere anderen Teams können das nicht so gut. So, gucken wir mal kurz rein, was wir für Gegner haben. Und Raum 3 ist eigentlich der wichtigste, weil der härteste ist. Frost, da können wir kein Kryo-Team nehmen. Kryo-Team mit Channeln machen wir in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte nehmen wir dann unser Geo-Team. Herausforderung starten. Erstes Team ist Geo-Team mit Goro. Mit Goro, Ito, Albedo und Shongli. Und das zweite Team machen wir mit Shenhe, Ayaka, Kasuo für Gegner zusammenziehen. Wo ist er da? Und Kokomi. Herausforderung starten. Auf geht's, ab geht's. So, bei den Karten, die wir hier nehmen können. Die zwei Karten rechts sind immer nur in diesem Raum gültig. Also Raum 1. Im zweiten Raum dann nicht mehr. Deswegen nehme ich immer das, was auf der Ebene gültig ist. Das gilt nämlich für alle drei. Erhöht den mit Spezialfähigkeiten, verursachten Schaden der Figur um 20%. Das ist auch ultra gut für Ito und auch sehr, sehr gut für Ayaka, wenn sie da einen fetten Gegner vor sich hat. Also, wir nehmen immer das hier und das gilt auf allen Ebenen. Ja, auf allen Räumen. So rum. So. Wir gucken mal, dass wir genug Zeit haben. Zack. Wir können dann gleich die Ulti rausballern. So. Kriegen Gegner richtig viel Damage. So, guck mal, es sind fast alle One-Shot. Das sieht man ja gerne. Bam, bam. Oh, das ist nur eine Blase. Wo ist der letzte Gegner? Ach, da drüben hat er sich versteckt. Bam. So, zack. So, Ulti schon wieder ready. Och, nee. Ist nicht euer Ernst. Och, nö. Das ist so nervig. Diese blöden Eisviecher. Hier, gar nichts wird da mit Eis versetzt. So, und du. Deck down. So, hier wird auch nichts geheilt oder so. Und der letzte Gegner ist durch Geodamage zugrunde gegangen. Cool. So, jetzt mit Shenhe. Erstmal den hier. Dann Gegner schön zusammenziehen. Es sind eh nur die zwei. Und dann, bam, sind sie schon fast down. Easy. Oh ja, warte mal. Dann machen wir einfach den. Das passt, glaube ich, ganz gut. So. Schön. Oh Gott, hat man mal noch viel Zeit übrig gehabt. Gut, gehen wir zum nächsten Kampf. Raum 2. Oh, das ist auch auf der ganzen Ebene. Aber wir brauchen nicht mehr LP. Wir brauchen mehr Schaden. Mehr Damage Output. Easy. So sieht's aus. So, einmal den. Vielleicht das hier noch hinterher. Zack. So. Ah, das Geo-Team macht sich echt gut hier. Bam, bam, bam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dead. Und zack, zack, zack. Bam. Oh, kriegen wir noch down so? Ja, easy. Wir haben so viel Zeit. Was ist eigentlich dein Name? Ich heiße Kenny. Wie der von South Park. So, easy peasy. Schön den Gegner zusammenziehen. Bam. Nochmal 3 Gegner. Eigentlich 5. Sollen sie ruhig herkommen. So, sie sind down. 1, 2, 3. Zack. Es sind alle so weit verstreut, kommt mal näher her. Ah, die Ulti war eigentlich unnötig. Muss ich schon sagen. Muss schon zugeben. Ist okay. Easy 3 von 3 Sternen. Nächster Raum. XD kann jetzt endlich mit Ton zuschauen. Noch mehr Damage. Klar. Her damit. So. Ach, das ist das hier. Nicht hochklettern. Was soll denn das?
Bam. Oh, der ist schnell down. Was ist eigentlich der zweite? Ah, der zweite ist früher, ne? Ja, wo ist der andere? Das ist der da drüben. Da ist der Ulti schon wieder ready. Sehr schön. Ulti ist auch ready. Starten. Auch die Ulti starten. So, jetzt ist er schon down. Oh, dieses Geo-Team. Ich lieb's. Das ist so gut. Kommt mal zusammen hier. Immer schön kuscheln. So, drüben die zwei noch. Können wir nochmal zusammenziehen. Auch hier nochmal die Ulti starten. Die Ulti raushauen. Schön einfrieren. Ah, das ist ärgerlich. Macht euch doch nicht unsichtbar. Ich sehe euch gar nicht. Easy. Warum die Gegner eigentlich nicht gleich ins eigene Schwert laufen? Wäre weniger schmerzhaft. Stimmt eigentlich. Sollten sich gleich mal ergeben. Gegner-Details. Ah, man kann die Gegner jetzt endlich angucken. Über Gegner-Details da oben. So, Raum 1. Viele. Würde sich Kasor gut machen. Pyro, bla bla bla. Ist eigentlich momentan bisher noch egal, welches Team wir nehmen. Hier. Reißender Strom, da ist Kryo besser. Dann nehmen wir das Geo-Team im ersten und das Kryo im zweiten, oder? Ich könnte auch Hu-Tao-Team nehmen. Es wäre eigentlich cool, wenn wir hier zusammenziehen könnten mit Kasua. Aber ich glaube, es ist besser wegen Wasser, dass wir Kryo im zweiten Team haben und hier Geo. Obwohl Geo für Blitz, glaube ich, gar nicht so gut ist. Das ist tatsächlich auch Kryo besser. Oder? Ich glaube, wir machen trotzdem erstes Team Geo, gucken, wie wir damit durchkommen. Und zweites Team Kryo. So. Let's go. Ist das nicht egal bei denen? In der zweiten Phase haben die ja ihr Lebensbalken komplett Elektro oder komplett Wasser. Und deswegen. Ja, mehr Damage. Wir brauchen mehr Damage. Ach so, das sind die, die sich wieder heilen. Kein Problem. Mach kaputt. Wo ist der andere? Ach, da hinten hat er sie versteckt. So. Ah, komm, hau mal ein bisschen Ulti raus. Die anderen werden den wieder heilen. Das macht nichts. Das heißt, wir gehen mal kurz hier rüber. So. So. Gut, noch einer. Und dann können wir uns um den Abgrundmarker kümmern. So. Ach so, der gammelt da schon am Boden rum. Braucht die Ulti gar nicht einsetzen. Perfekt, können wir uns für den nächsten Raum aufheben. So, dann machen wir einmal den hier. Autsch, geht's noch? Holy crap. Nur noch Kleinvieh. Schön. 3 von 3. Auf geht's, ab geht's. Nächstes. Erst Geo for the win und dann die zwei Kryo Queens. Yes. So sieht's aus. Erstmal ein Schild, dann das hier, dann die Ulti hier, die E, E und Ulti. Let's go. Bam. Hä? Da lebt noch einer. Ach, der da. Dacht schon. Hä? Was ist denn da los? Alle schön zusammenziehen und dann einfrieren. Easy. Ich könnte die Ulti raushauen, aber ich glaube, brauchen wir gar nicht. Nice. 3 von 3.
Ja, das war richtig easy. Mehr Damage. So, jetzt kommt das, was ich meine. Hier wird nichts geheilt. So, der ist jetzt das, was ich gemeint habe. So, jetzt ist die zweite Phase. Jetzt kriegt der Elektro. Ah, Dorf macht auch ganz gut Damage. Es ist nicht optimal, aber es ist okay. Ups. Gut gedrückt. Passt schon. Ach komm, Ito. Geht doch. Bam, 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 bam. Ja, ist okay. Kryo würde da ein bisschen mehr Damage machen, weil es halt sehr effektiv ist gegen Elektro. Oder? Ist es doch, ne? Ich glaube schon. Aber es hat auch ganz gut geklappt. So, und hier nehme ich Kryo, weil es sehr gut gegen sein Schild ist. So, ist das auch gleich in der zweiten Phase? Ja, er ist schon in der zweiten Phase. So, jetzt wird's richtig witzig. Weil ich ihn ständig einfriere. Er kommt da nicht mehr raus. Das ist so gut. Easy. Bin ich Pyro und Kryo bei beiden sehr effektiv? Pyro und Kryo ist bei Elektro effektiv, ja. Verschwung die auf Schild und Burst bauen, soll ich dann lieber Jade spielen oder die drei Sterne auf ihn spielen? Wenn du Schild und Burst haben willst, dann nimm lieber den Jadesperr. Wenn du pure Schild haben willst, dann nimm die 3-Sterne-Waffe, die auf LP geht. So, wie sieht's aus? Wir haben hier ganz viele Gegner. Auf beiden Seiten. Hier ist Eis tatsächlich im ersten Team besser, diesmal. Wo wir haben Frost. Lava-Schild im zweiten Raum und ein Kryo-Schleim hier. Oh! Und ja, oh, das ist echt mies. Mal kurz überlegen. Oh, das ist mies. Ich glaube, dann nehmen wir doch im ersten Team wieder. Wir lassen es so, wie es ist. Hier wäre eigentlich ganz geil, wegen den ganzen Hydro und so. Dass wir alles einfrieren mit Kryo. Aber ich glaube, unser Geo-Team wird das hier auch managen können. Und dann nehmen wir hier für die Ruinen Leute Elementar-Damage mit Kryo. Das wird dann auch gut zu schaffen machen. Pyro ist auch gegen Kryo gut. Ja, auf jeden Fall. Wegen dem Monatssegen. Ich könnte auch Hutau nehmen hier. Und den Pyro-Schleim vielleicht noch anders fertig machen. Aber wegen dem Monatssegen würde ich lieber das Geo-Team nehmen. Weil das Geo-Team ist halt komplett Geo. Und das heißt, sie kriegen die ganze Zeit Damage-Buff. Ja, dann doch wieder das erste Geo-Team. So. Let's go. Bennett ist bei mir nicht gebaut. Noch nicht. Oh nein, das ist das hier. Man muss es verteidigen. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Das ist da, wo ich meistens nicht First Try schaffe. Aber ist okay. Ist okay. Ja, 94% hat sich schon abgezogen. Ah, passt schon. Nix da. Da muss ich echt alles geben, gerade hier. 85% hat schon abgezogen. So, wo ist da noch einer? Da drüben. Oh, 72. Der hat ganz schön viel Damage gemacht. 72%. Wie viel Prozent muss das haben für 3 Sterne? 60, ne? Alter, oh. Da hat irgendjemand richtig gerade fett reingehauen von denen.
Schlecht. Okay, gucken wir mal, ob wir es irgendwie noch retten können. Gut, die schießen auf mich. Das war schon mal nicht schlecht. So, jetzt wird es ein Problem sein, dass fertig Gegner sind. 67%. Weg da von dem Ding. Hallo. Schieß mich ab. Nicht das Teil. Der ist noch gut eingefroren da. Schön. Bleib eingefroren. So. Ne, wieder von beiden Seiten, ne? Ich mach erstmal das hier. 62, 61. Uiuiui. Ne, ja, kann ich neu starten. Verdammt! Ich hab gewusst, dass sie in der ersten Phase zu viel Damage gemacht haben. Okay, auf ein neues. So, 100%, noch 100%. Schon 94%, das ist bitter. 92%. Hören Sie auf. Kurz mal Ausdauer aufladen. So. Boah, 88% schon, 87. Ja, oh, ist das bitter. Prozent. 74%. Boah, wie krass schnell runter geht das bei denen. Oh, das wird wahrscheinlich wieder nicht lang. Oh, komm. So blöd. So. Ja, schießen auf mich. Das hat trotzdem Damage gekriegt. Hä? So, ich werde erstmal die hier ausschalten, weil die werden ständig angreifen auf das Teil. Dann einmal das hier. Und auf die drauf. So. Jetzt noch die letzten. Hier sind die drei. Und das hier. Wer schlankt diesmal? 72%, ja, sieht doch ganz gut aus. Nochmal Leute ranziehen. Habt ihr noch gut unter Kontrolle? Es ist nur noch eine übrig. Nice. Oh, damit struggle ich am meisten. Ich hasse es. Ethos gut, 100 Gegner. Oh, danke für den Hinweis. Stimmt ja, hast recht. Aber wir haben es auch so geschafft, glücklicherweise. Das ist mein Hassraum im ganzen Abyss. So, mehr Damage. Ja, es sind viele Pyro-Schleimer. Hätten wir mit unserer Rotown nicht viel machen können. So. Dann Ulti. Ulti. Hä? Was ist jetzt passiert? Und die nächsten Gegner. Ey! So, der letzte. Ulti, das hier. Meteor drauf. Nicht wegspringen, mein Lieber. Easy. Easy. Trinken? Das können wir gerne machen. Auch in der YouTube-Aufnahme. Für euch. Trinker Schluck an. Kennys Schnauzer. Brüste. Und ein Schluck an. Zenitsu. Brüste.
Zack. Zack. So. Auf geht's, ab geht's. Herausforderung starten. Okay. Ulti. Ulti. Geht noch nicht. So, und das sind die letzten zwei. Ah, die zwei, okay. Zack, zack, zack. Bam. Und jetzt den hier. So, und dann sollten die eigentlich beide gleichzeitig down sein. Hoffe ich mal. Oh, es langt nicht ganz, ne? Ah doch, okay. Gut, easy. Nächster Raum. Was sollst du als erstes machen? Artefakte oder Talente verbessern? Wenn du gescheite Artefakte hast, dann die Artefakte. Wenn du noch nicht die besten Artefakte hast, dann geh auf die Talente. Verteidigung der Figur um 30%. So wird letzter Raum. Angriff der Figur bei weniger als 50%. Nee, nehmen wir das hier. Verteidigung. Weil Ito und viele von dem Geo-Team hier auch von Verteidigung profitieren. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Schade, dass sie nicht zusammenstehen. Sie sind immer so weit auseinander, die Viecher hier. Ja, jetzt sind sie zusammengegangen. Sehr gut. Bam, alles dead. Boah, 70.000. Läuft. Ups, nicht gedrückt gehalten. Ah, passt schon. Geht auch so gut ab. Kurz die Ulti gemacht, damit ich von dem kein Damage bekomme. Schild aktiviert, wieder weniger Damage. Ah, das läuft super. Es läuft viel besser mit dem Geo-Team hier gegen die Hydro-Dinger, als ich erwartet hatte. Sollte ich Ayaka oder Shongli pullen? Ayaka ist nicht im nächsten Banner. Ganyu ist da. Aber wenn du lieber Ayaka spielen möchtest mit Shenhe, falls du Shenhe schon hast, dann nimm Ayaka. Wenn du noch keinen Schildcharakter hast, also der Schild liefert, dann gönn dir Shongli. Falls du Shongli skippen möchtest und auf Ganyu gehen willst oder auf Ayaka wartest, auch kein Problem. Kannst immer noch ein Noel bauen. Gibt auch einen guten Schild und ist ein guter Allrounder. So. Das sind nur die vier hier, ne? Ja, dann Ulti raus. Wenn sowieso nur die vier hier sind. Können wir mit Kokomi auch noch ein bisschen Damage machen. Damage Showcase mit Kokomi. Easy. So. Die ersten drei Räume erledigt. Jetzt geht's zur Ebene 12. Also Ebene 9, 10 und 11 haben wir gemeistert. 3 von 3 Sternen in allen Räumen. Jetzt kommt Ebene 12. Gucken wir uns die Gegner an. Hey, Tiefake, herzliches Willkommen. Ach, die Wölfe. Wir haben Heiler in beiden Räumen dabei. Geodrachenechse. Oh, Marco Kenki. Zerstören wir die mit dem Geo-Team oder mit dem Kryo-Team? Ich glaube, Geo-Team könnte hier fast besser sein, wenn wir da mehr Schilde haben. Ja, tatsächlich, weil wir beim anderen gar kein Schild haben. Und dann haben wir hier... Ja, komm. Machen wir Geo-Team diesmal zweite Hälfte. Tauschen wir einmal. Let's go. Okay, nee, danke. Ich mache gerade neben der Arbeit Pause und gönne mir deinen Stream. Oh, Ehre dafür. Ehre. Und ich wünsche dir einen guten. Falls du gerade was isst. Also ich habe auch Schenhe bekommen, dann lohnt es sich auf RK zu pullen. Ja, auf jeden Fall. Auch für Ganyu, wenn du Ganyu haben willst. Auch sehr, sehr nice. So. Dann legen wir mal hier los. Zack. So, zwei Großwölfe, kein Problem.
Oh, falscher Knopf. Ist okay. Das war's schon. Kriegen beide Damage? Ja, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Boah, die sind aber hartnäckig heute, ne? Die nehmen. Nehmen gerade nicht so viel Damage. Na, ja, machen wir halt noch eine zweite Ulti. 2 Minuten haben wir noch für den anderen Raum. Nicht ganz. Nicht ganz 2 Minuten für den anderen Raum. Kriegen wir das hin? Ich glaube schon, oder? Ich hätte die Ulti machen sollen. Ist nicht schlimm. Passt schon. Ulti ist auch schon wieder ready. Ich glaube, es gehen wir hin. So, noch der eine Gegner. Das ist der Große hier. Und der steckt richtig viel Damage ein. Passt. Das KMN sollte ich noch versuchen, Shenlong zu bekommen. Hab momentan schon ein Team. Würde sich auf jeden Fall auch anbieten. Das ist etwas unfair. Wir dürfen nur bis Level 90 leveln, aber Gegner dürfen Level 100 sein. Das triggert etwas perfektionistisch. Tja, man muss ja auch eine Herausforderung haben, ne? Aber vielleicht kommt ja irgendwann noch eine Cap-Erweiterung, dass wir dann höher leveln können. Wer weiß, müssen wir mal schauen. Ach, die zwei, ne? Ja, okay, kein Problem. Kommt man hier zusammen. Wäre ganz cool, ne? Ich darf mal raten, warum der eine jetzt nicht eingefroren ist. Ich finde das ein bisschen unfair. Willst du den Raum neu starten oder was? Ist der andere jetzt erst gerade vom Himmel runtergekommen? Weil die ganze Zeit eingefroren war? Naja, oder? Als ob. Kannst du mal einfrieren? Wäre ganz nice, ne? Nur noch so als Anregung. So. Flup. Let's go. Oh ja, jetzt kommt Triple. Triple Kenki. Ja, wo ist der andere denn hin? Ah, da drüben, okay. Komm, Ulti, yes. Bam, jetzt geht's ab, meine Lieben. Bam, 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 bam. So, Ulti war nicht mehr vorhanden, ist okay. Einer von denen ist schon mal raus, sehr schön. Albedo auch nochmal. Ah, ich hätte die Ulti erstmal von Ding machen müssen. Macht nix. Jetzt ist es sowieso hinüber. Perfekt. Triple Marco Kenki gemeistert. Oh, das ging auch viel einfacher, als ich dachte. Auf zum nächsten Raum. Hast du Black Sword auf R5? Nein. Ich glaube R3 oder so. Oder R4 mittlerweile? Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Bei mehr als 50% 30 erhöht den Angriff der Figur bei mehr als 50%. Das ist geil. Elementarkunden brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir nehmen das hier mal für diesen Raum, weil es eh der letzte Raum ist. Kannst du ja kurz erzählen, wo die Unterschiede sind zwischen Shengyun und Shenhe? Shenhe bufft viel mehr mit ihrem Angriff. Also umso höher ihr Angriff ist, desto mehr bufft sie andere Teammitglieder und dann auch jeden Einzelnen mit Stacks. 7 Stacks, das heißt 7 Angriffe mit für also insgesamt 7 Treffer. Und ist echt enorm. Zum Beispiel Ayakas Standardangriff, der erste. Ungefähr 4900 Angriff, also Attack, Damage macht es. Mit Shenhes Buff, mit ihrer E, gedrückt halten, macht sie 15.000 bis 20.000 Damage. Also 3- bis 4-fache, ist übel. Ist
Ja, das war ein ganz normaler Standangriff und das war nur, weil hier Damage gebufft worden ist. Ah, Mist, noch nicht ready. Macht nichts. So, jetzt. Ah, hätte ich die Ulti jetzt hier machen sollen? War das so schlau? Kommt sowieso nicht durch. Kommt ein bisschen abgelenkt dadurch. Jetzt kommen zwei Wölfe. Ist blöd, dass ich jetzt nicht beide gleichzeitig treffe. Jetzt treffe ich wieder beide gleichzeitig. Jetzt mal alle hochheilen ein bisschen. So. Jetzt kann ich die Ulti auf dem einen hier machen. Das passt. Muss er hin. Brauchen. Das ist schwierig gerade. Wir haben die Hälfte der Zeit ungefähr gebraucht. Wenn jetzt alles glatt läuft, sollten wir es schaffen. Gucken wir mal. Ah, sein Ulti ist noch nicht ready. Noch lange nicht ready. Ist okay. Ach komm, wo ist er hin? Hab mal Schlag ausgewischen. Ist okay, er kriegt doch richtig viel Damage. So. Komm, sein Ult ist auch wieder ready. Sehr schön. Ah, das sind die zwei. Okay, einmal so. Oh, noch ein Schild. Jetzt können wir sein Ult hier raushauen. Ich glaube, wir sollten es schaffen. Seine 6 sind voll. 6 aufbrauchen. Wenn jetzt nichts schief läuft, easy. Easy! 36 von 36 Sterne. Fast alles First Try. Einmal muss ich wiederholen. Einen Raum. Herausforderung beendet. Du hast den Boden des gewohnten Abgrunds erreicht. Diese Nachricht erschüttert selbst die Sterne und den Abgrund. So. YouTube, wir haben es euch gezeigt. Fast First Try mit Shenhe Team und dem Geo Team. 36 von 36 im aktuellen Abgrund. Also, falls ihr die Teams habt, gerne nachbauen und auch nachmachen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick erschaffen, wie ich das normalerweise immer mache, wie ich das normalerweise schaffe. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video oder auf TikTok, Instagram oder auf Twitch, wie ich das Ganze live auch aufnehme. Also Leute, haut rein, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Lasst gerne auch ein Abo hier da und habt noch einen schönen Tag. Ciao.